Nachdem gestern ein Tag ohne deutsche Medaille zu Ende ging, ging das fleißige Sammeln heute weiter. Zunächst einmal spielten gestern unsere Eishockeymänner ihr drittes und letztes Gruppenspiel gegen die USA und unterlagen nur ganz knapp den Mannen aus der USA mit 3 zu 2. Am Dienstag geht es dann weiter gegen die Slowakei um den Einzug ins Viertelfinale. Heute Morgen gab es dann die Monobob-Premiere bei Olympia, nachdem Laura Neuse nach Tag Nummer 1 aussichtsreich auf Position 3 lag und noch Chancen auf Medaillen hatte, wurde es leider mit der Medaille am Ende nichts. Sie kam am Ende als Vierte ins Ziel. Gold holte Katie Humphries aus den USA. Zweite wurde Elana Mayers-Taylor auch aus den USA. Und Bronze ging an Christine Bruin aus Kanada. Versöhnlicher Abschluss für die deutschen Skispringer. Nachdem auf der Normalschanze in Peking überhaupt nichts zusammenging und man nahezu ratlos war, Medaillen extrem weit weg waren, hat es nun doch geklappt. Nach der Einzelmedaille für Karl Geiger vor 2 Tagen holten die Deutschen heute im allerletzten Sprung und mit 0,5 Punkten Vorsprung, was ungefähr ein halber Meter ist, am Ende noch die Bronzemedaille. Gold ging überraschend an das Team aus Österreich, Silber holte Slowenien. Die Flieger aus Norwegen gingen leer aus. Und im Zweierbob ist Deutschland auf Goldkurs. Francesco Friedrich und Johannes Lochner belegen nach 2 Läufen an Tag Nummer 1 die Plätze 1 und 2. Aber auch Christoph Hafer und sein Anschieber könnten noch im Kampf um Bronze eingreifen. Aktuell liegen sie auf Position 4.